Hallo, der Matthias ist hier. Ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich einmal wieder hier draußen unterwegs im schönen tropischen Pattaya in Thailand. Ich nehme dich jetzt mal mit hier zu meinem morgendlichen Strandspaziergang. Das habe ich mir hier so ein wenig angewöhnt, dass ich hier morgens losgehe und direkt von meinem Hotel aus. Der Strand ist schnell zu erreichen, kannst du ja hier sehen. Hier haben wir dann die Beach Road und hier ist schon gleich der Strandabschnitt, den ich auch von meinem Fenster aus, von meinem kleinen Balkon aus sehen kann. Jo. Tauben sind unterwegs, ein paar Strandspaziergänger und die Leute eröffnen ihre Liegestühle, müssen sie ja abends wieder abbauen. Okay, da haben wir das Meer. Und werde ich jetzt auch gleich mal meine Schuhe ausziehen und hier ein bisschen spazieren gehen. Mal die Maske ein bisschen lockern. Hier in Pattaya ist ja die ganze Zeit Maskenpflicht, also dass man die ganze Zeit tragen sollte. Aber zum Essen oder Trinken darf man sie absetzen. So, dann können wir jetzt hier gleich mal ein bisschen spazieren gehen. Wellengang ist nicht so hoch jetzt heute. Okay. Fahre ich euch noch mal ein kleines Stück aus. Sehr schön. Gestern war doch ganz schön was an Brandung hier. Das hat man dann gleich gemerkt, dass sich das Ufer, der Uferbereich jetzt so ziemlich abgesenkt hat. Also hoffe ich, hier ist ein bisschen schwierig. Geht aber immer noch. Das Wasser ist jetzt morgens schön kühl. Lässt sich ganz gut aushalten. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du gesund bist. Ich selbst habe mich jetzt in den letzten Tagen hier ein bisschen verkühlt. Wahrscheinlich durch die Klimaanlage im Zimmer. Die ist nicht so ganz optimal. Aber das geht schon. Nach unten halten, so hin, mit Füßen im Watt. Ach ja, das schöne Pattaya. Das ist jetzt meine letzte Woche hier. Nächste Woche, Anfang der Woche, geht es dann wieder zurück nach Hause. Das kalte Deutschland. Mal schauen, wie es dann da wird. Aber ich habe ja viele Aufnahmen hier gemacht und die werde ich dann nach und nach auch veröffentlichen. Mal schauen, wann ich dieses Video rausbringe. Zu dem Zeitpunkt habe ich sicherlich auch schon andere online. Hier liegen die Speedboote, die Jetbikes. Für den Verleih bereit. Auf der linken Seite die Mike Shopping Mall.
recht ruhige Saison dieses Jahr, da doch nicht viele Touristen gekommen sind. Eigentlich nur die üblichen Verdächtigen haben sich hierher getraut. Naja. Aber mir hat es gut gefallen. Bin mal rausgekommen nach all der Arbeit im letzten Jahr. Tat mir das schon ganz gut. Mal was anderes hin. Nicht immer nur denselben Trott. Halten. Das ist doch ganz schön müllig, der Strand jetzt. Aber das ist auch noch einiges von den Neujahrsfeiern, von Silvester her. Da war es ja proppe voll. Ich bin ja auch geflogen, habe das Drohnenvideo gemacht. Und der Strand, der war so dermaßen voll mit Menschen. Wahnsinn. Die ganzen Thais aus Bangkok sind zu Silvester hierher gekommen nach Pattaya. Und da sind auch schon Müllsammler von der Stadt unterwegs, die hier so ein bisschen reine machen. Hat der Strand gekehrt. Manche schlafen sogar am Strand. Für mich wäre das nichts. Aber manch einer hat vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit. So schön ruhig hier. Da hinten am Pattaya-Schild geht langsam die Sonne auf. Da möchte ich heute Abend, wenn alles klappt, hier auch hin und die Drohne starten. Es wird langsam Zeit, die letzten Tage hier nochmal nutzen für ein paar schöne Aufnahmen. Ja, wie gesagt, die letzten 3 Tage habe ich komplett in meinem Zimmer verbracht. Nichts unternommen. Ein bisschen Pharmacy reingeschoben, um dann wieder auf die Beine zu kommen. Etwas bewölkt ist es heute wieder. Aber zum Nachmittag hin wird sich das sicherlich wieder aufklären. Gartenblase auf der linken Seite. So umdrehen. Dadurch, dass ich hier so schief laufen muss, das ist tatsächlich auch anstrengender als beim letzten Mal. Etwas. Ein Kaktus mit spitzen Stacheln. Da darf ich nicht reintreten. Sonst war es das. Man muss immer schön schauen, wo man hier langläuft. Dass man nicht Mist latscht. Aber hier schwimmt doch sehr viel Unrat rum
Unrat und Müll. Hier eigentlich 100 Leute abstellen in der Stadt, die hier mal richtig gründlich rein machen und alles säubern. Die zwei Leute bringen es dann ja auch nicht. Dann schon das Ende des Abschnitts hier, des Strandabschnitts in Pattaya Central. Da kommt dann der ehemalige Biergarten, der ist ja geschlossen worden. Und die Walking Street, da ist auch nichts mehr los. Wird viel abgerissen und gebaut. Soll ja alles neu gestaltet werden. Und hier vorne ist dann mein kleines Boot, wo ich meine Ansprache gehalten habe und auch in der Nacht, wo hier so viel los war, in der Silvesternacht, habe ich von dort aus die Drohne gestartet, das ging recht gut. Und da werde ich jetzt auch wieder eine kleine Pause machen. Ja, liegt das Boot. Ich jetzt meine Schuhe abstellen. Ja. Hotel. Ja, mit diesen Eindrücken möchte ich mich dann jetzt hier auch von dir verabschieden aus dem schönen sonnigen Pattaya im tropischen Thailand. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Falls ja, dann weißt du ja Bescheid. Lass mir einen Daumen nach oben da, schreib einen schönen kleinen Kommentar, abonnieren, die Glocke drücken, du kennst das ja alles schon. Ja. Und dann bleibt mir nur, dir wie immer zu wünschen, dass du gesund bleiben mögst. Hab viel Spaß, unternehmen was Schönes, so wie ich hier heute wieder. Und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also mach's gut und bis dann, dein Matthias.